Und wieder mal herzlich willkommen zurück bei Train Fever, bei bereits der vierten Folge, wo jetzt bei der wir in Beilngries mal eine Buslinie anlegen werden. Und ich gönne uns hier einfach mal ein weiteres Straßenfahrzeugdepot. Einfach aus dem Grund, ich möchte die nicht schon so ellenlang fahren lassen. Na, bevor die dann das erste Mal überhaupt was liefern können. Die fahren den ganzen Weg hier leer. Und das ist ja schon ein bisschen weit. Deshalb Straßenfahrzeug und ich würde sagen, wir gönnen uns einfach mal den Landauer, oder? Ich weiß, die Sachen, der andere lohnt sich auch, aber... Oder den Mac. Der Landauer lohnt sich eigentlich gar nicht. Kostet genauso viel wie der Landauer, ist langsamer und kann weniger Passagiere transportieren. Hat aber eine geringere Ladegeschwindigkeit. Braucht also weniger lange, um zu halten. Also an der Station. Ja, pass auf, wir nehmen den hier. Der hat nämlich einen Lebensdauer von 30 Jahren. In 30 Jahren ist der eh ausgelaufen. Also können wir dann das Nachfolgeprodukt dann verwenden. 1, 2, 3. Wo sind wir denn? Da. Dreimal sind 4 Minuten. Noch zweimal sind 129 Sekunden. Lassen wir erst einmal so. Warten 11. Der hat gerade 28 bei sich drin. Diesen Monat, dieses Jahr passiert übrigens auch, dass er mehr frei und her fährt. Im Moment minus 413.000, davon sind aber 350.000 neue Fahrzeuge. Und 11.000 neue Haltestellen in diesem Jahr, also 360.000 sind einmalige Kosten. Heißt, wir machen im Moment in diesem Jahr 40.000 minus bis jetzt. Das kommt aber alles wieder rein. Wenn er nochmal ankommt, wenn die das erste Mal Passagiere führen, nach 24, immer noch nicht lange, aber klar, die müssen jetzt natürlich erstmal warten. Naja, ein bisschen Geschwindigkeit, das ist übrigens dann der Mac. Lautet gerne eine kleine Höllenmaschine. Aber sieht auch noch sehr schick aus. Passagiere werden ja dann nicht angezeigt, wenn sie drin sitzen. Das ändert sich ja bei Transport Fever. Gut, während das hier so ein bisschen läuft, hatte ich ja für letzte Folge schon versprochen. Gucken wir uns mal hier so die ganzen Statistiken an. Den Finanzen kennen wir schon. Ja, Statistiken sind auch nicht in dem Sinne. Aber hier, hier ist die Fahrzeugliste. Ich kann die sortieren nach Name theoretisch. Ich kann sie auf jeden Fall nach der Linie sortieren. Und jetzt lassen wir nochmal den Überblick, welches Fahrzeug genau denn jetzt Geld macht und welches nicht. Wir machen nämlich zum Beispiel bei dem Wilsdorf-Bus dieses hier 9000 plus, er hat schon 9000 Euro plus gemacht, dieses hier 2800. Das ist also weniger effizient. Warum? Hier 13.000, hier weniger. Das liegt natürlich auch teilweise daran, wenn die noch in Kolonne fahren, ne? Anfangs, dass natürlich der Erste alle mitnimmt. Wenn da nicht gerade zig Leute warten. Hier auch, die beiden sind schon schön voll geladen. Das ist gut. Hier sehen wir auch das Alter. Den Ertrag können wir auch sagen, hier am ertragreichsten ist Straßenfahrzeug 1. Jawohl, doch das Erste, klar. Am wenigsten ist der Zug. Logisch. Und der Zug macht extrem Minus, ansonsten ist es
im Rahmen. 7000 minus gegenüber hier machen alles im zweistelligen Bereich plus. Auf jeden Fall gut, so wie es ist. Das hier sind die ganzen Haltestellen in den jeweiligen Städten. Hier warten 4 Passagiere, hier wartet ein Holz, hier warten 19 Passagiere auf den Zug. Ne, ich möchte das nicht warnen. Vergesst es. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Das sind die Güter. So, hier haben wir die Städte im Überblick. Bevölkerungsreichste ist Neudenau. Beilengries ist die schwächste, ist die kleinste. Wilsdorf ist dort, Neuruppin liegt dort. Ja, Neudenau wird sich dann wahrscheinlich lohnen, innerstädtisch was zu machen. Kann man natürlich bei Gelegenheit schon mal. Was die Arbeitsplätze angeht, ist Gemnach ganz weit vorne. In Beilengries ist nicht das schlechteste. In Neuruppin sogar das zweite. Wobei anfangs finde ich halt alle nicht viel. Denn immer gibt es eine große, eine kleine Stadt. Und da mitten, das dazwischen ist alles so, naja, relativ dicht beieinander. Und hier warten die ganzen Leute auf den Bus. Und einige warten auf den Zug, der dorthin auch schon angefahren kommt. Nein. Wo ist er denn? Achso, der fällt gerade los. Okay. Na, die gehen auch alle dahin. Wo wollt ihr eigentlich alle hin, Leute? Freizeit. Geschäft. Geschäft. Arbeit, Geschäft, Wohnort, Freizeit. Also die pendeln nicht so sehr für die Arbeit, die pendeln zum Einkaufen und für die Freizeit rüber. Interessant, das ist gut zu wissen. Im Gegenzug wandern die dann für die Freizeit rüber. Gott, machen wir Geld. Schön. 134.000 haben wir minus gemacht im letzten Jahr. Oh, ein neues Fahrzeug. Oh. Schön, 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 schön. Gucken wir uns jetzt an. Da sind wir. Ist nämlich die, die wir noch haben, ne? Die preußische G... Egal, G irgendeine Nummer. Nicht mehr verfügbar. Dafür die A35. 100 km/h. Jura, Simplon sowie Gotthardbahn. Na? Damals. 690.000 kostet die im Jahr, fährt aber das Doppelte an Geschwindigkeit. Man bedenke, die hier fährt alle 8 Minuten. Mit 50 km/h. Die hier mit 100 müsste theoretisch ungefähr 4 Minuten brauchen. Sie kann viel öfter hin und her fahren. Kostet aber auch alleine schon das Doppelte von dem ungefähr, was der Zug plus Waggons kostet. Im Moment würde ich sagen, lohnt sich das noch nicht. Aber wenn wir demnächst eine andere Linie einrichten, wie zum Beispiel Neuruppin-Dienstlaken. In Dienstlagen ist so eh immer Stau. Oder Dienstlagen Neudenau. Neudenau sieht auch gut aus. Das sollten wir nicht verkommen lassen. Was haben wir denn da? Haben die Waren ja von hier, ne? Nee. Ach da, Öl. Wenn wir Neudenau beliefern, dann wächst Neudenau schon mal. Schon mal. Dafür lohnt sich ja wieder kein Zug. Vielleicht mit Dude. Anfangs lohnt sich Züge einfach nicht. Auch später lohnt sich Züge für so einen kleinen Weg nicht. Außer wenn du vielleicht Stau in der Stadt hast.
Dann ist ja auch klar, dieses Stückchen hier zum Beispiel und dieses Stückchen brauchst du mit dem Zug überhaupt nicht erst anzufangen. Bis der auf volle Geschwindigkeit ist, ist ein LKW schon lange da. Dann auch noch bei dieser Steigung, die hier teilweise drin ist. Und Vorteil ist halt, Straßen sind schon gebaut. Und hier wird's teuer. Gucken, wo wird's denn nicht günstiger? Hallo, nicht andocken, ne? Hier. Ah, 23.000 gegenüber 12.000 hier teilweise, ne? Ist doch klar, was ich mache. Ja, dann bauen wir die Straße hier dann einen Knick rein. So, haben wir das. Dann haben wir das. Und wir haben hier die Industrie. Schade, Kollision hier unten. Hier wäre es nämlich schön günstig. 90.000 reißt ab. Da. So, so, so. Dann machen wir folgendes. Öl. Von dort nach dort. Das ist Öl. Neu-Donau. Das ist Güter. Neu-Donau. Das wird das Straßenfahrzeugdepot. Neu-Donau. Wo packen wir hin? Nicht so. Ja, ist eh weit weg. Jetzt egal, für irgendjemand ist immer weit weg. Im Moment ist noch hier das hier der Stadtrand. Ich hätte ganz gerne 1, 2, 3, 4, 5 mal Öl. Und das war der Verkaste, da schieße ich gleich alles mit. Und ich hätte gerne für die Güter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Güter Neu-Donau. So, dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Mann, die biegen automatisch wieder ab. Also machen die automatisch jetzt. Doof. Jetzt fahren die alle in der Kolonne. Die Karawan. So, Güter Neu-Donau 144 Sekunden. Öl 3 Minuten. Dann könnte man doch glatt wahrscheinlich beim Öl. Wie viel? 38. Haben wir noch eine Stadt? Ja, wenn man noch Versmold. Schön! Das ist immer gut, wenn dann so ein Betrieb so mittendrin liegt. Können wir Versmold oder Versmold, nachdem wie man es ausspricht, gleich noch mit anschließen. Auch da lohnt sich keine Zugverbindung. Und das kann man später, wenn man, ich sag mal, Geld hat und so ein bisschen Lust hat, dann kann man hier so eine Tenderlokomotive das hin und her ziehen lassen. Eine Tenderlokomotive und dann mit 10 Anhängern hinten dran, dann fährt die so ganz gemütlich hier hin und her. Das ist dann wunderbar. Aber im Moment geht es ja auch noch darum, ich muss erstmal ein bisschen Linien haben, die Geld wirtschaften. Was haben wir da? Die Donnerbüchse. Sehr schön. Das ist Güter Versmold. Da ist es. Sa. Güter Versmold. Kommt ja euer eigenes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 4, 5. Nein, ich will erst noch kaufen. 4, 5, 6. Sekunden. Das ist schneller als nach Neu-Donau? Das? Schneller als. Ja, gut, klar, ich war hier unten noch durch Neu-Donau durch. Dienstleistung vernachlässigt gerade komplett, aber hey. Was soll's?
Pech gehabt, würde ich sagen. Oh, er fährt voll. Und es warten immer noch 15. Wie viele warten hier? 36. Sobald hier mehr als, ich sag mal, anderthalb Zugladungen warten, sprich 50, 60 in dem Dreh, dann würde ich zwei Züge einsetzen, glaube ich. Im Moment macht er sogar Plus. Habe ich mich irgendwo eben verrechnet. Habt ihr mit Sicherheit schon bemerkt? Ihr habt es nicht bemerkt. Macht nichts. Na, dann haben wir ja Geld. Dann haben wir ja Geld ohne Ende. Prinzipiell. Ja, und wie? Nein, haben wir natürlich nicht. Aber egal. Neudenau kriegt also eine Straßenbahn. Ist nur die Frage, machen wir die Straßenbahn außen rum und in der Mitte nochmal eine Buslinie durch oder fahren wir wirklich kreuz und quer in die Gegend rum? Wo käme denn tendenziell ein Bahnhof hin? Auf jeden Fall, dass wir so hier rumfahren, würde ich sagen, ne? Hier und nicht hier. Oder fahren wir hier rum? Noch hier rumfahren. Egal, kriege ich diese Straße. Und zwar kriegen die auch schon gleich die elektrifizierten Tramgleise, ne? Sonst muss ich hinterher wieder aufrüsten. Ich weiß selber noch nicht ganz genau, was ich jetzt hier gerade mache. Ich nenne es gerne meinen Zufallsgenerator. Ich lege einfach immer erstmal und gucke mir hinterher dann an, ob es Sinn macht oder nicht. Ja, doch. Auch hier gibt es wieder leicht Doppelbesetzung. So. Machen wir einfach mal so. Dann kriegt der noch und da halten wir nochmal an. Brauchen wir natürlich noch ein elektrifiziertes Tram-Depot. Das ist elektrifiziert, das was nämlich so ausschaut. 13.000 Kollision, alles besetzt. Bin halt hier in diesem Bereich, 13.000, 12.000, das ist gut. Dann gibt es eine Linie. Sieht doch ganz gut abgedeckt aus. Das ist dann Neudenau S01. Machen wir so. Südost 1 sozusagen, wenn man es falsch liest. Ja, Tram. Schön, wir haben noch die alte Pferdetram zum Beispiel. Mit 15 km/h. Wir haben natürlich auch schon 40 km/h. Die Sache ist, die Straßen, die hier gelegt sind, können maximal 40 km/h, ist also egal. Kommt wieder auf den Preis an. 9 Passagiere, 10 Passagiere, die ist sogar günstiger. 7 Passagiere für 12.000. Bei 3 hätten wir hier 21, hier 30. 5 würde ich schon einsetzen wollen. Macht 60.000 für 35. Hier 50. 85.000. Ich prophezeie, dass es sich lohnt, also setzen wir 1, 2, 3, 4, 5 mal wieder drauf. Allgemeines Fenster, da. Weisen wir die Linie Neudenau 1 zu. Schauen wir kurz, wir können auch fahren. Hat auch eine Zeit, 47 Sekunden, aber das ist sehr schnell. Der eine Linie hat schon fast gereicht. Aber gut, vielleicht brauchen wir es hier in Neudenau auch.
Was machen die LKW? Güterneudenau 128, Ölneudenau 134, Güterverstenmold oder Verstenmold 101. Wir müssen mehr Öl anliefern. Hoppala, da. Produziert aber erstmal noch nur weniger. Dann lassen wir das Ganze so, dann schauen wir uns das dann mal bei Gelegenheit wieder an. Wir warten 48. Warten hier 12 insgesamt. Also das lohnt sich doch. Der Zug lohnt sich auch schon verdammt gut. Könnte man doch schon den schnelleren einsetzen. Ich glaube, bevor ich einen zweiten hiervon nehme, nehme ich einen schnelleren. Noch nicht jetzt. Aber ich sag mal, der ist jetzt 4 Jahre alt. Vielleicht wenn er 10 Jahre alt ist oder so. Muss man natürlich dann gucken, wie das ist mit den Zahlen. Ob sich das dann lohnt. Die beiden sind voll ausgelastet. Er sagt nur, wir sollen mehr abtransportieren. Wir können nicht mehr anliefern, als wir abtransportieren. Das ist sehr schön. Die Buslinien Neudenau. Ach, Neuruppin. Falsch, mir ist schon richtig. Müssten sich auch lohnen. Jawohl, das tun sie auch. Wer lohnt sich nicht, sind im Moment noch die Neuen. Ist aber auch völlig klar. Sehr schön. Ist halt das auf Mittel, läuft halt recht schnell, recht rund. Andererseits, da es nur ein Kurz-Let's Play sein soll, es sind ja nun mal nur 3 Wochen. Bis die Folge rauskommt, jetzt nicht mehr, aber nehmen die alle an einem Tag auf gerade. Sind es ja nur 3 Wochen, bis ein Transport-Fever rauskommt. Sodass ich praktisch nur 10 Folgen, 12 Folgen, 13 Folgen ungefähr brauche. Und dann kann ich halt in 12 Folgen viel mehr zeigen, als wenn ich jetzt auf schwer mache und immer warten muss. Bei schwer würde dieser Zug niemals Gewinn machen. Nie. Jetzt, würde ich behaupten. Bei meinem letzten Spielstand, den ich auf schwer angefangen habe, um erst noch einmal reinzukommen. Zugegebenermaßen ist meine letzte Partie davor nämlich letztes Jahr gewesen. Noch nicht 2016. Oder? Fällt Anfang noch. Also auf jeden Fall schon länger her. Und da habe ich auch so angefangen. Gucken, ob sich das lohnt. Habe ich gedacht, jo, genau so mache ich das. Auf schwer. Und, oder auf schwierig müsste es ja eigentlich heißen. Und da hat so ein ähnlicher Zug, aber 9 Minuten, der hat keinen Gewinn gemacht. Oder wenn schon so minimal, wenn er wirklich voll war und gut fuhr. Aber ist ja auch egal. Macht trotzdem Spaß, man muss trotzdem noch ein bisschen aufpassen. Weil ich habe zwar jetzt 320.000 plus, aber ich habe auch schon 2 Millionen Darlehen aufgenommen, ne? Kostet mich immerhin 52.000 Zinsen im Jahr. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Könnte man ja einsparen. Prinzipiell machen wir wunderbar plus. Weil einfach alles läuft. Also, ich sag mal so. Bis zur nächsten Folge. In der nächsten Folge darf ich schon mal prophezeien. Schaue ich mir mal an, wie es denn aussähe, wenn man Neuruppin und Dienstlaken oder irgendwas mit Neudenau macht. Hier vielleicht schon mal eine Verbindung legen. So ein Express Neudenau hier, der die 3 Städte verbindet. Wir sind schon mal anfangen. Ob man das schon draufsetzt, weiß ich noch nicht. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Nordron. Ciao.